willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich dieses Wochenende einige glückliche Pferde bekommen. Wir fangen erst einmal an mit Fische. Ich hatte gedacht, den gibt es auch im Glücksgegenstand, aber nein, den kann man sich einfach so kaufen in den reservierten Verkäufen für 900 Pässe. Und ja, das machen wir mal eben schnell. Dann werde ich mir jetzt noch kurz einen Stradivarius für ihn aussuchen und dann zeige ich ihn noch einmal und dann geht es mit dem nächsten Pferd weiter. Oh, was fliegt mir da denn auf dem Bildschirm? 1000 Pässe, überlege ich mir noch. Wir wurden kurz unterbrochen. Das ist jetzt mein Fische mit meinem Affix und mit einem schönen Unterwasser-Hintergrund. Dann kommen wir jetzt gleich einmal zum nächsten göttlichen Pferd. Und zwar gibt es im Füllhorn Ausstattungen von Altair. Das ist eins der legendären Pferde. Und zwar bringt es einem 24 Stunden VIP, wenn es an einem Tag zweimal trinkt. Ich weiß jetzt nicht, wie oft das passiert, aber das hört sich für mich auf jeden Fall sehr gut an. Und für mich als VIP-Spieler gibt es auch noch die automatische Verwaltung der Aufteilung der Missionen. Weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, was das heißt, aber egal. Das VIP-Abonnement ist auf jeden Fall Grund genug, sich dieses Pferd zu holen. Und ja, wir werden jetzt einmal schauen. Ich habe leider noch gar kein einziges Stück davon. Ich weiß auch nicht wieso, aber gut, wir versuchen es. Ich habe 39 Füllhörner im Inventar und ich hoffe sehr, dass ich nicht noch mehr brauche als diese 39. Heimesflüge werde ich natürlich nicht verwenden, weil da gibt es wertvollere SMGs, die man dafür benutzen kann. So, erstes Füllhorn. Nichts. Zweites. Oh! Sehr schön, was kriege ich? Ach so. Und jetzt? Kann ich mir das aussuchen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach so ist das. Okay, das ist natürlich cool. Man kann sich wirklich aussuchen, dann welches man nimmt. Ich hatte schon Angst, dass ich dann doppelte Sachen kriege und dann, ja. Okay, das heißt, ich brauche fünfmal diesen Stern hier. Okay, gut, dann geht's weiter. Yay, das zweite. Und ich habe jetzt schon 12 Füllhörner ausgegeben. Oh Gott. Okay, ich werde mir da hier dazu kaufen müssen. Weiter geht's. Yay, ein Füllhorn und einmal Ausstattung. Das war ein sehr gutes Füllhorn. So, jetzt mein Stand. Ich habe 3 Sachen. Und noch 15 Füllhörner. Mal gucken, vielleicht könnten die doch reichen. Noch einmal Herausforderung der Titanen. Sehr schön. Okay, jetzt geht's an die Pässe. Und wenn ich jetzt richtig liege, habe ich bisher 3. Ja. Also 39 Füllhörner, aka 3900 Pässe für 3-mal Ausstattung. Okay. Wo haben wir es? So, dann müssen wir jetzt leider an die Pässe ran. Na
Mann, ey, das macht langsam keinen Spaß mehr hier. Das kann nicht dein Ernst sein. Wie gewonnen, so zerronnen, würde ich sagen. Füllhorn, komm, los jetzt. Das kann echt nicht wahr sein. Oh Gott, ey. Oh, endlich das nächste Teil. So, ich brauche jetzt noch ein Teil. Komm schon. Los, gib mir einfach das Teil. Oh, endlich. Oh mein Gott. So, das, also langsam, ich habe wirklich 7000 Pässe ausgegeben. Das tut weh. Das wird Alte nie in seinem Leben wieder reinbekommen. Oh Mann. Okay, ich werde dieses Pferd jetzt erstmal kurz, erstmal, ja, erstellen quasi, weil da muss ich ja... So, da hätten wir ihn, Altair. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz nach, wie viele Pässe insgesamt. So, ich habe 6600 Pässe ausgegeben für dieses Pferd. Und 39 Füllhörner. Ja, also happy bin ich nicht unbedingt, aber gut, egal, jetzt habe ich ihn. Und, dann versorge ich ihn einmal gleich und schauen wir mal, ob er vielleicht schon als Willkommensgeschenk zweimal trinkt. Das wäre natürlich sehr schön. So, kurz die Batterie gehen. So, trinken? Nein, er trinkt nur einmal. Okay, ich bin sehr gespannt, wie oft er zweimal trinkt und wie oft er mir dann VIP-Abonnement gibt für einen Tag. Ansonsten war es das erstmal, ob ich mir das dritte Pferd auch noch hole, weiß ich noch nicht, denn ich weiß, diese Götter aus dieser Reihe sind unfassbar teuer. Und ja, das muss ich überlegen. Ihr werdet es ja sehen, falls ich noch ein Video mache. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss! Kleiner Nachtrag zum Thema Fische. Und zwar kann ich jetzt Widder züchten mit Wassermann. Da werde ich einmal schauen. Ich habe Wassermann bestimmt auch. Oh, warum hat er denn so eine schlechte Gesundheit? Naja, egal. Auf jeden Fall werde ich das jetzt hier für meine Fische reservieren. Und lassen sie decken. Widder zeige ich euch noch einmal kurz, wie das dann aussehen wird. Und zwar wird es dieses Pferd sein. Oh, hier steht sogar schon ein Haken, obwohl der noch gar nicht geboren wurde. Aber gut, auf jeden Fall, das werde ich dann auch noch bekommen.